In der kalten Jahreszeit beginnen viele mit der Planung von Sanierungen oder Neubau. Dabei spielt der Energieausweis eine wichtige Rolle. Bei vielen Kunden gibt es allerdings noch ein Informationsdefizit über den Energieausweis, der immer wichtiger wird. Der Energieausweis ist so wie beim Auto der Typenschein eines Gebäudes. Jeder weiß wie beim Auto, wie viel Liter es auf 100 Kilometer braucht. So beschreibt der Energieausweis den Verbrauch, den energetischen Verbrauch eines Gebäudes, abhängig natürlich von dem Alter des Gebäudes. Zusätzlich zur Gebäudehülle, also der Beschaffenheit der Fenster, der Wände und des Dachs, werden nun auch die Heizanlage und die Warmwasserbereitung einbezogen. Das bedeutet, dass der Wirkungsgrad der Heizung im Energieausweis enthalten ist. Für den Energieausweis braucht der Berechner mal prinzipiell einen Plan, eine Baubeschreibung. Die ist in den meisten Fällen nicht da. Somit wird das Haus vor Ort begangen. Es werden Messungen durchgeführt wie Raumhöhen, Fensterausmaße, die Beschaffenheit der Bauteile zwischen warm und kalt, sprich oberste Geschossdecke, Außenwand, Fenster, Kellerdecke. Der Energieausweis ist nicht nur dazu da, den energetischen Zustand eines Hauses oder einer Wohnung zu zeigen, sondern kann auch den Wert einer Immobilie erheblich steigern und wird auch bei Vermietungen vorgeschrieben. Der Energieausweis ist nötig, verpflichtend, erstens mal beim Neubau. Bei der Sanierung, wenn man Förderungen in Anspruch nehmen möchte und beim Verkauf eines Gebäudes bzw. bei der Vermietung eines Gebäudes. Der Ausweis wird in 7 Wärmeschutzklassen von A bis G unterteilt. So hat beispielsweise ein Objekt der Kategorie G den 5-fachen Wärmebedarf gegenüber einem Objekt der Kategorie A. Die Berechnungen für den Energieausweis führen Energieberater der Salzburger AG, Planer, Architekten und Baumeister durch. Als erster Schritt ist nötig, dass ein Plan vom Haus vorliegt. Als zweiter Schritt wird ein Termin mit dem Energieberater ausgemacht, der vor Ort kommt, das Gebäude begutachtet, vermisst. Dauer ungefähr beim Einfamilienhaus circa 2 Stunden. Da werden die ganzen Heizungsdaten, Warmwasser aufgenommen. Und in weiterer Folge wird dann mit diesen Daten der Energieausweis erstellt. Grundlage für weitere Förderungen, vor allem vom Land Salzburg, ist dann, dass dieser Energieausweis auf der Datenbank des Landes Salzburg aufliegt.